Jesus erklärt, der heilige Ort im Schoß des Vaters, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Oktober 30, 2010 von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy während einer Online-Versammlung. Für all jene, die das Wort des Herrn in diesem Buch geliebt haben. Die Bände der Wahrheit. Geliebte, es gibt eine Sprache, von der ihr nichts wisst, sagt der Herr. Eine Sprache, die rein ist und wunderschön. Eine Sprache, die keine Worte braucht. Eine Sprache, die ihr bald kennenlernen werdet. Eine Sprache, die ich meinem Diener schon offenbart habe. Eine Sprache von überwältigender Liebe, rein und unbefleckt, viel Erkenntnis hervorbringend. Eine Sprache der Kraft und großen Herrlichkeit, in welcher all meine Diener zu stehen kommen werden. Das ungesprochene Wort Gottes, empfangen in der Gegenwart des Allmächtigen, das Heiligste des Heiligen, den Kern dessen offenbarend, wer ich bin. Vereinigung in dem Geist Gottes, ein Ort jenseits von Raum und Zeit, jenseits des Wissens, das in der Schöpfung enthalten ist, alle Grenzen überwindend, der Ort, nach welchem sich sogar die Engel sehnen. Der Ort, wo ich bin und immer gesessen habe, wo ihr auch sein werdet, ein Ort ohne Zeit, der Ewige, der Schoß des Vaters, der ich bin. Im Schoß des Vaters. 28. Juni 2011 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für Timothy und für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy, stelle mir irgendeine Frage und ich werde antworten in Übereinstimmung mit deiner Erkenntnis. Denn das, was nicht erklärt werden kann mit menschlichen Begriffen, wird dir gezeigt werden. Und das, was du noch nicht verstehen kannst, wird dir gegeben werden. Und du wirst es verstehen. Denn es gibt Sprachen, die kein Sprechen benötigen, und Kommunikation, die durch das Sehen geschieht. Auch durch Berührung, was ich euch aber gebe, übersteigt alles davon. Denn es gibt einen Ort, ein Ort jenseits von Raum und Zeit, wo die Ewigkeit wohnt und das Leben niemals endet, wo Licht seine Form annimmt und Güte offenbar wird, wo die Augen der Erlösten auf die Herrlichkeit Gottes blicken und sein Gesicht sehen können. Wo Himmel und Erde aufeinandertreffen und der Ewige bei den Menschen wohnt. Ein Ort, wo die ewige Liebe umarmt werden kann und Heilung fließt wie ein sanfter Strom. Ein Ort, wo Zeit keine Bedeutung hat und die Sterne fliehen, wo der Glanz herrlich ist und seine Wärme sehr wohltuend. Ein Ort, wo Freude durch Wissen kommt, mit reiner Erkenntnis, wo Erfüllung durch eine starke Umarmung kommt und die Vollendung der Liebe mit großer Genugtuung erfüllt ist, durch viele Tränen, die den Ewigjungen über die Wangen fließen. Ein Ort, wo Erkenntnis mit der Einsicht hervorsprudelt, Offenbarung ohne Worte. Ein Ort,
wo die Herzen der Auserwählten offenbart sind. Schaut, sie sind enthüllt und offenbaren ihre wahre Form. Das Bild, in welchem ich sie erschaffen habe, wiederhergestellt. Ein einfacher und ruhiger Ort, abgesondert in den Armen des Königs.